Herzlich willkommen zur Abendandacht. Im Advent haben wir die Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche mit Westminster-Bekenntnis aus Österreich und der Schweiz bei uns zu Gast. Die vierte Adventsandacht hören wir vom Pfarrer Reinhard Meyer aus Raunkweil. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und 7 Säulen aufgerichtet. Sprüche 9,1. Liebe Hörer, die Hagia Sophia, die heilige Weisheit, ist ein unvergleichliches Kunstwerk. Sie wurde im 6. Jahrhundert in Konstantinopel als Kirche aufgebaut. Heute heißt Konstantinopel Istanbul und die heilige Weisheit ist keine Kirche mehr, sondern eine Moschee. Schade. Aber sie steht noch. Andere kirchliche Kunstwerke sind untergegangen. Herodes der Große zum Beispiel hat den zweiten Tempel prachtvoll erweitert. Und die ganze Anlage war ein praktisches Schmuckstück. Der Herr Jesus aber sagt, brecht ihn ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da hat er allerdings vom Tempel seines Leibes gesprochen. Die Weisheit, die ihr Haus baut und dabei 7 Säulen aufrichtet, ist kein Gebäude, sondern eine Person. Laut Sprüche 8 und dem Neuen Testament ist sie der Herr Jesus Christus, der offenbar nicht so sehr an Gebäuden interessiert ist. Denken wir nur daran, wo er geboren wurde, in einem Stall. Und bedenken wir, dass er die letzten Jahre seines öffentlichen Lebens kein Haus hatte, sondern bei Petrus gewohnt hat. Und wenn er in Jerusalem war, ja, da hat er bei Lazarus, Martha und Maria in Bethanien gewohnt. Und Bethanien heißt wörtlich Haus des Elends. Ja, und da soll er die Weisheit sein, die ihr Haus baut und 7 Säulen aufrichtet. Gut, er hat schon gesagt, dass sein Leib der Tempel ist. Und das Neue Testament sagt wiederum klar, dass seine Gemeinde sein Leib und Gottes Haus ist. Aber die Gemeinde Jesu hat 4 Säulen, wie Apostelgeschichte 2,42 sagt. Die erste ist die Lehre der Apostel über Christus, die zweite die Gemeinschaft der Gläubigen, die dritte das Brotbrechen oder das heilige Abendmahl, die vierte die Gebete. 4 Ecksäulen für seine Gemeinde, sein Leib, sein Haus, innerhalb derer seine Gläubigen bleiben. Gut, nötig, schön. Aber selbst ganz kleine Kinder merken, 4 sind nicht 7. Als unsere Kinder noch klein waren, da hatten sie zu Weihnachten große Wünsche. Und als die 4 dann einmal die Geschenksverpackungen aufrissen, rief meine Tochter mit glitzernden Augen, das habe ich doch gar nicht bestellt. Nicht bestellt. Und viele sogenannte Christen lieben weder die 4 aufgestellten Säulen, noch die 7, von denen wir immer noch nicht wissen, was sie sind. Die 7. Jesaja sagt zum Advent, zur Ankunft des Christus in Kapitel 11, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rats, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht des Herrn. Und Christus wurde geboren und gab als Herr und Erlöser seinen 7-fältigen Geist seiner Gemeinde, um sie aufzurichten. 7 Säulen innerhalb der 4 Ecksäulen. Erste Säule, der Geist des Herrn, das heißt der Heilige Geist, überführt aus Gott Ferne und Sünde zum Herrn Jesus in sein Haus. Zweite Säule, der Geist der Weisheit. Ja, die oder der macht es ernst mit dein Name werde geheiligt,
dein Reich komme, dein Wille geschehe. Denn allersündige Eigenwille hat keine Zukunft. Dritte, der Geist des Verstandes. Man sagt, Glauben heißt nichts wissen. Nein, dieser Geist oder diese Säule heiligt den Verstand, sodass er mehr weiß und klar wird und gut wird dabei. Vierte Säule, der Geist des Rats. Ja, der folgt Gottes Geboten. Auch wenn Sünde das Gewissen abstumpft, bleiben Gottes Wort und Gottes Rat. Und sein guter Rat ist nicht teuer. Sünde schon. Fünftens, der Geist der Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1,8. Ich füge hinzu, Zeuge heißt auf Hebräisch Ed und die Gemeindeversammlung heißt Eda, dasselbe Wort in der Femininform. Und die ersten Christen haben sich am Tag der Auferstehung ihres Herrn versammelt, am Sonntag. Und sie waren damit auch seine Zeugen. Sechste Säule, der Geist der Erkenntnis. Erkenntnis bedeutet in den biblischen Sprachen nicht nur etwas sehen, sondern auch eins sein mit dem Erkannten. Und der Heilige Geist macht eins mit dem Herrn Jesus und seinem Leib und damit auch mit dem Vater im Himmel. Siebte Säule, der Geist der Furcht des Herrn. Gottes Furcht im Griechischen steht da Phobie, hält ganz praktisch von Sünde ab und zurück und ehrt so Gott. Das sind die sieben praktischen Säulen der Weisheit, die die Bewohner von Gottes Haus aufbauen und schön machen. Der Herr Jesus hat sein Haus gebaut und sieben Säulen aufgerichtet, ein festes, geistliches Haus. Allerdings, man kann innerhalb der vier Ecksäulen leben und doch nicht dazugehören. Nicht vom Herrn Jesus von Sünde erlöst sein, ihn nicht kennen, praktisch ungeistlich sein. Aber wo der Herr Jesus erlöst, kommen zu den vier Säulen auch seine sieben geistlichen Säulen dazu, die er seiner Gemeinde gibt. Kirchengebäude mögen äußerlich elend aussehen, die vier Säulen müssen stehen bleiben. Und die sieben Säulen darin stehen nicht nur rum, sondern bauen auf. Ja, wir haben sie nicht bestellt, aber er hat sie aufgestellt. Viel Freude beim Auspacken. Frohe Weihnachten.